Wunderschönen guten Tag, einen schönen Nachmittag. Wetter passt ja auch. Einer der ersten schönen, richtig schönen Tage. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Freut mich, dass Sie, dass ihr alle dann doch zahlreich erschienen seid. Essen und Trinken lockt ja immer ganz gut. Ich würde einmal an den Herrn Krotsch übergeben, der ein paar Worte vorbereitet hat. Dann im Nachgang würde ich noch mal kurz was sagen. Und dann gehen wir zum gemütlichen Teil über. Ja, herzlich willkommen hier und vielen Dank, lieber Herr Baumgärtner, für die Ankündigung, aber auch natürlich für die Einladung. Und ich beziehe hier Herrn Köhler und Herrn Weiß ausdrücklich mit ein. Und natürlich alle diejenigen, die unter Umständen hier in Zukunft auch ihren Arbeitsplatz haben werden. Denn wir befinden uns ja hier jetzt auf sozusagen dem letzten unbebauten Grundstück auf diesem ehemaligen Konversionsareal. Und um es in Erinnerung zu rufen, es war im Jahre 2010, als die Amerikaner noch nicht angekündigt hatten, die anderen Konversionsflächen, die es hier in Mannheim ja gibt, insgesamt 510 Hektar räumen würden. Wir waren damals in der Situation, dass wir eine Lösung finden mussten, wo wir andere Unternehmen, DAXA und Priatec, hier am Standort zu halten. Und deswegen waren wir in einer gewissen wirtschaftlichen Zwangssituation. Wir mussten dieses Grundstück, dieses Areal, das rund 300.000 Quadratmeter insgesamt ausgemacht hat, erwerben, was wir dann auch getan haben. Und dann im Zuge dessen natürlich auch schauen, dass wir Investoren finden, die hier in dieses Gelände, auf dieses Gelände sehr, sehr gut passen. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir Sie als Investoren, als Unternehmerinnen und Unternehmer hier gewonnen haben an diesem Standort. Ich habe mich im Vorfeld mit Herrn Köhler mal unterhalten und er hat mir so eine kurze Anekdote erzählt, wie lange Sie drei, Herr Baumgärtner, Herr Weiß und Herr Köhler, sich kennen. Und das sind mehr als drei Jahrzehnte, die Sie sich kennen und schätzen und wechselseitig also so viel Vertrauen ineinander haben und miteinander haben, dass Sie dieses Investment, was immerhin über 7 Millionen Euro gehen wird, an diesem Standort investieren. Ich habe dabei auch gehört, dass Sie in Heidelberg, in der Heidelberger Weststadt groß geworden sind und uns freut es natürlich sehr als Mannheimerinnen und Mannheimer, wenn wir dann ein solches Unternehmen, so junge, aufstrebende Unternehmerpersönlichkeiten wie Sie hier rüber nach Mannheim ziehen können. Nichtsdestotrotz hat Heidelberg auch einen gewissen Anteil ja daran, dass das Ganze auf die Beine gestellt wird, denn der Vertreter der Volksbank Heidelberg, also ihr dürft gern öfter was bei uns in Mannheim finanzieren. Von daher, bitte? Volksbank Kurpfalz. Oh, okay. Nichtsdestotrotz, ihr seid uns genauso herzlich willkommen, wenn es hier am Standort Mannheim investiert wird. Und ich habe des Weiteren gehört, dass natürlich auch eine maßgebliche Ursache dafür war, dass man hier sich entschieden hat zu investieren, die Wirtschaftsförderung unserer Stadt gewesen ist. Und als Wirtschaftsbürgermeister freut mich das natürlich sehr, weil man bekommt ja nicht immer nur Lob, sondern manchmal eben auch Kritik. Und hier ist das Lob natürlich angebracht. Herr Rostock vom Fachbereich ist da. Es war ja derjenige, der maßgeblich mit Ihnen die Verhandlungen für dieses Grundstück geführt hat. Und ich denke, dass damit ein sehr guter Grundstein gelegt wird, diese Investition am Standort auch zu rechtfertigen. Wir wünschen natürlich, dass Sie viel, viel Erfolg an diesem Standort haben werden, dass Ihre wirtschaftlichen Überlegungen wirklich aufgehen, dass Sie mit Ihrem Unternehmen, mit Cyberware, natürlich auch das erreichen, was Sie verdient haben und wo das Invest sich am Ende lohnt. Natürlich genauso wichtig, dass auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier ein sicherer Arbeitsplatz besteht und auch erhalten werden kann. Ich freue mich auch, dass Nachbarn da sind. Von Mercedes-Benz sind bereits zwei Personen da. Also ich glaube, dieses Gewerbegebiet ist ein ganz, ganz tolles Gewerbegebiet. 3% sind noch sozusagen in Restverhandlungen. Da geht es ja um diese ehemalige Raststätte, wo also auch schon sehr gute und erfolgreiche Ergebnisse zu erwarten sind. Insgesamt Ihnen an diesem Standort natürlich, wie eingangs bereits gesagt, viel, viel Erfolg, ein lohnendes Investment, aber natürlich auch eine dauerhafte Investition hier am Standort. Das ist für uns als Stadt Mannheim sehr, sehr wichtig, dass eben hier auch Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden, die, denke ich mal, die Investition rechtfertigen. Weil ohne gescheite Mitarbeiter kann man ja am Markt mittlerweile gar nicht mehr reüssieren, sondern deswegen kommt es natürlich auch auf die Belegschaft an, auf gute Arbeitsbedingungen. Ich glaube, diese guten Arbeitsbedingungen haben Sie zum einen bei dem Unternehmen, zum anderen aber natürlich hier auch am Standort in Mannheim. Und deswegen noch einmal herzlich willkommen, herzliches Dankeschön für diese Investition und toi toi toi, viel Erfolg beim Bau, vor allen Dingen unfallfreien Bau und keine Verletzungen, fristgerechtes Fertigstellen des Baus und natürlich auch im Rahmen der Kosten bleiben, die vorher zugrunde gelegt worden sind. Deswegen toi 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 und vielen herzlichen Dank.
vielen Dank. Auch wir freuen uns, auch wenn das für einen Heidelberger natürlich schon ein bisschen Schmerz in der ersten Entscheidung. Aber wir sind mittlerweile über den Schmerz hinweg und wir freuen uns tatsächlich auf den Neubau. Wir können es kaum erwarten. Und sind auch vor, glaube ich, 2,5 Wochen hier mal fleißig Bagger gefahren, und um so ein bisschen Mannheim-Luft zu schnuppern. Und von daher für uns ein Rieseninvest für die Zukunft, ein klares Statement in vor allem auch unsere Mitarbeiter, in die Weiterentwicklung von Cyberware. Mit so einem Invest gehen wir einen Riesenschritt. Die Einladung hieß ein neues Kapitel. Das ist es tatsächlich auch für uns. Also es ist eine Zukunftsinvestition, die wir dank euch allen, jedem einzelnen Mitarbeiter, starken Partnern nur bewegen können und umsetzen können. Für uns sicherlich ein kleiner Kindheitstraum, neben Baggerfahren mal auf dem eigenen Gelände, war, um auch bei einer Anekdote zu bleiben, irgendwann mal Romans Aussage, naja, irgendwann haben wir da nochmal ein Rolltor. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 Rolltore. Und Roman hatte irgendwann mal gemeint, kein Mensch braucht so viele Kugelschreiber. Und ich glaube, ich habe ihn da eines Besseren belehrt. Und das funktioniert nur zusammen über Jahrzehnte, über blindes Vertrauen, über starke Mitarbeiter, starke Partner. Und das wollen wir hier auf jeden Fall in Mannheim ausbauen. Und von daher heute neues Kapitel, neuer Step. Freut mich, dass so viele da sind, die neuen Nachbarn uns ein bisschen kennenlernen können. Und würde dann gleich im Nachgang zu dem offiziellen einmal in den Bodenrahmen der Spaten auch hoffen, dass wir unfallfrei durch die Bauphase kommen. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste, dass von euch auch alle gesund und munter bleiben und wir dann hoffentlich pünktlich unseren Schlüssel bekommen, damit die Mitarbeiter alle schon mit gewetzten Schuhen ihre Computer an den Arm klemmen können und am neuen Standort Gas geben können. Und von daher auf einen guten Bau und gleich viel Spaß. Es gibt ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich zur Grundsteinlegung wieder mit einem kleinen Festchen und dann zur Eröffnungsparty. Und die wird dann, hoffe ich, nochmal eine größere Nummer werden. Ansonsten viel Spaß, lasst es euch schmecken, guten Appetit und trinkt ein bisschen Bier, ein bisschen alkoholfreies, was auch immer. Und ja, dann kommen wir hier zum Offiziellen. Ne? Super.